Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Singleplayer auf der Hillsview Farm. Ja, es hat wieder angefangen zu schneien. Und Hauptsache die frieren nicht, ne? Ja, eine Gruppermission läuft ja noch, die hat mir ja noch angefangen, wenn ich mich recht entsinne. Denn ich habe auch eine Weile jetzt hier nicht gespielt auf den Spielstand. Das andere war alles im Voraus aufgenommen bis zur gestrigen Folge. Der hat vom Kuhstall aus Milch verkauft. Wie viel haben wir dann noch drin? Ich glaube, gestern in der Folge hatte ich auch mit den Tieren hin und her überlegt, dass die Anzahl nicht stimmt. Das war natürlich der Preis, der dort stand. Ja, das ist manchmal so. Manchmal, ja. Da steht halt eine Zahl und da denkt man, man sieht das. Oder man wünscht sich, dass das da steht, so ungefähr, ne? So, Kuhstall 1. Ja, da haben wir ja bloß einen Kuhstall. Da sind immer noch 2000 Liter Milch drin. Wir hatten, glaube ich, auf die Produktion verteilt. Ihn lassen wir da ganz einfach hier weiterfahren. Wir haben ja nichts weiter eingeschränkt, dass er jetzt... wo ist denn meine Maus hin? Hier ist er. Dass er jetzt irgendwas anders machen soll. Also eine bestimmte Anzahl bloß. Weil er lädt nur 18.000. Das heißt, wenn er 9 Mal fährt, sind... naja... sind eben noch nicht mal 180.000 Liter weg, ne? Und wir kriegen auch wieder Milch dazu. Wir können ihn fahren lassen, bis er gar nichts mehr kriegt. Oder, ja, weiß nicht, aber ob es überhaupt schafft, bis zum Folgenende alles wegzufahren. Das werden wir sehen. Denn unser Kontostand, ja, der sieht schon sehr gut aus. Er fährt hier aus dem Kuhstall Gülle. Da brauchen wir, glaube ich, auch keine, weil wenn, dann scheitert es ja an Gärresten. Und Gülle sehe ich jetzt nicht, was noch drin ist. Fahren wir gleich mal hin zum Kuhstall. Achso, ne, ja, 50.000 Liter drin. Moment, da müssen wir kurz hinspringen. Dass wir sehen, wie oft wir ihn noch fahren lassen. Dorthin müssen wir. So, und zwar Gülle ist noch drin. 294.000 Liter. Also er hat jetzt ja 50.000 geladen. Den können wir da auch fahren lassen, bis er nicht weiterkommt, weil das ist ja alles Geld dann, was uns zugute kommt. So, Mähdrescher brauchen wir nicht. Hier muss der Grubber eingestellt werden. Das Fenster brauchen wir. Nächster Wegpunkt kannst du ja weitermachen. Das bleibt da ausklappen. Ach, auch nicht erster. Nächster. Aber Klappmechanismus geht, ne? So, er hat natürlich noch ein bisschen was vor sich bei der Mission. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt schon geschafft hat, aber das eine vorgewendet, das wird nicht viel sein. 4%, ne? Mehr ist es nicht. Neue Verträge wird es nichts geben, genau. So, da müsste erstmal alles wieder im Laufen sein. Ja, und dann können wir natürlich überlegen, ja, was wir uns alles kaufen für das Geld, ne? Beziehungsweise, oder ob wir komplett was anders machen, denn da hat er mir auch unter ein Video, ich glaube Samstag oder Freitag war das vorige Woche, hat mir, glaube ich, Andreas drunter geschrieben, den Kredit komplett zurückzahlen. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das war, wo ist denn hier der Kredit hier? Wir müssten ja mit einer Sonderzahlung, müssten wir die Summen komplett zurückzahlen können. Sind ja irgendwo 900, sind ungefähr 1 Million, was wir da zurückzahlen müssten. Ja, was noch als Restbetrag steht. Könnte man dann echt drüber nachdenken, dass man dann hier, ich meine, wir können fast 2 Millionen, wir können 2 Millionen aufnehmen. Müssten wir fast 3 Millionen aufnehmen können. Ob wir dann nicht richtig komplett eine neue Summe aufnehmen als Kredit und entsprechend vielleicht auch 2 oder 3 Felder kaufen. Könnte man auch machen. Das weiß ich noch nicht, was so richtig ist, ne? Wenn jetzt zusätzlich noch der Million, nochmal die 2 Millionen, die wir kriegen würden, dazu, weil das wäre natürlich richtig viel, dann hätten wir irgendwo knapp 4 Millionen, ja, oder 3,5, ein bisschen was verkauft man noch, könnte man fast auf 4 Millionen kommen. Das ist natürlich, auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen, ne? Also jetzt so nach den
ja, im Jahr 2, Januar, wo wir jetzt sind, also schon, haben wir schon ganz gut Geld verdient bis jetzt. Ne? Denn Schnellübersicht, wir haben immer noch für 2 Millionen Ware im Lager irgendwo. Ne? Die Silage, die wird ja auch noch verkauft, das werden wir als nächstes mit anfangen. Weil wir sind ja im Januar, wir müssten ja jetzt auch besten Preis haben. Er steigt zwar noch, 335 steigen, ne? Aber ich denke mal schon, ich glaube, mehr wie 360 gibt es auch nicht. Also die sollten wir schon verkaufen. Das ist auch nochmal 500.000, ne? Also, ja, weiß ich noch nicht so recht, was wir mit dem ganzen Geld jetzt machen sollen. Ne? Immer war es knapp und jetzt wissen wir nicht, wohin mit dem Geld so ungefähr, ne? Bloß, das sollten wir auch gucken, dass wir die Silage noch möglichst am heutigen Ingame-Fach wegkriegen. Ich meine, wir spielen momentan mit Zeit 5. Ne? Denn Silagepreis selber, der wird ab Februar wieder fallen, ne? Oder? Sollten wir es dann möglichst schon verkauft haben. Naja, Januar, Februar kann schon nach unten gehen, ne? Eigentlich sollten wir heute noch fast Silage verkaufen. Da sollten wir eher das Güllefahren sein lassen. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Die Ballen hier unten, die hat man doch alle schon weggefahren. Die hat man doch schon verkauft, ne? Wenn ich mich... Genau, die hat man ja hier stehen, die sind schon alle weg, ne? Dann sind es ja nur noch... Ach nee, die... Sind die schon alle vergoren? Sind das jetzt die hier? Genau, das sind jetzt die, die da stehen. Genau, und die können wir noch wegfahren. Weil es sind 4 Stapel, sind das, ja. Und der Rest an Silage, das ist ja dann... Hör mal gucken, das müsste ja dann... in der Produktion stecken, ne? Meine, die wird mir ja fast, meine 1,5 Millionen haben wir an Lager. 800 Ballen, 600.000 Fermenter, ne? Denn die anderen Ballen hat man ja auch schon weggefahren. Also ein Teil könnte man noch davon wegfahren, so komplett auf Null würde ich jetzt nicht unbedingt fahren, ne? Denn das waren noch hinten die letzten, die wir hingestellt haben. Hier vorne müssten noch alle Silage sein. Doch, doch, das passt schon so. Ja, gucken wir mal, wo hier ein Gefährt ist. Wie gesagt, den lassen wir auf jeden Fall weiterfahren. Der ist jetzt mit der Ladung Gülle angekommen. Der könnte natürlich auch noch weiterfahren. Ja, oder wir kaufen uns noch einen Träger. Ja, das ist wieder so eine gute Frage, was dann richtig ist. Ich meine, wenn man natürlich mehr Land hat, braucht man mehr Fahrzeuge. Die zwei Felder hier oben, das wäre schon so noch das Optimalste. Das sind einmal 500 oder 600.000 und 700.000, 1,3 Millionen. Das ist schon eigentlich machbar. Denn fruchttechnisch, da sind wir doch so richtig, da hat doch die KI so gut wie nichts angepflanzt. Ich meine, gut, vielleicht wird noch was angepflanzt. Ich meine, gut, wir würden Saatgut sparen dadurch, ne? Das steht natürlich erstmal fest, wir würden Saatgut sparen. Das ist natürlich eine gute Frage, was man da macht, ne? Wir müssen auf unserem Feld hier unten noch Steine sammeln. Oh, das haben wir ja total vergessen. Das sehe ich gerade, oder? Licht ja alles voll. Also bräuchten wir ja doch noch einen Trecker. Ich meine, das hier ist unser kleiner, der Pflegebereifte. Meine, wenn, dann sollten wir schon was Größeres nehmen. Hier so eher in der Kategorie.
Das ist natürlich eine gute Frage, was man da macht, ne? Wenn wir bei den Großtraktoren gucken, ja, zum Beispiel 900er Fendt, das wäre schon, wir haben ja hier so ein 960er Glas, 960 haben wir, glaube ich, ne, oder? Haben wir den größten Motor? Ne, ich glaube, wir haben nicht mit dem größten Motor, ne? Meine, ja, ein GCP ist relativ schnell, New Holland ist natürlich wieder 292.000, wird ein Touch teurer, wie der Fendt. 435 PS zu 415, wenn man komplett ausbauen. Wobei man dann hier aber, wenn man komplett ausbauen, schon bei 334.000 sind. Und beim Fendt bei 339.000. New Holland wird schon günstiger mit mehr Leistung dann, ne? Das wäre noch so eine Option. Ansonsten modtechnisch, ja, der 900er, der kostet dann mit 390 PS, kriegt man den bloß, in Anführungsstrichen, nur 97.000, das ist natürlich auch einiges günstiger denn, ne? Aber ich würde schon sagen, wir könnten uns da wenn dann noch einen New Holland kaufen, ne? Machen wir auch. Wir kaufen uns den Trecker. Wir fahren mit dem Trecker die Silage weg. Und danach fährt einer Steine sammeln, wer zuerst fertig ist. Würde ich sagen. Denn geldmäßig, wie gesagt, wenn man Kredit so stehen lassen, wie er ist, hätte man das Geld für die zwei Felder bis hin zur Option zurückzuzahlen und komplett neu aufzunehmen. Wir kaufen jetzt erstmal noch einen Trecker, das ist eine gute Idee hier. Wie gesagt, mit größter Maschine. Reifen machen wir natürlich, was haben wir hier zur Auswahl? Breitreifen drauf, also keine Zwillinge, Breite mit Gewicht. Reifen Sound. Sensor kommt auch vorsichtshalber einer dran. Kennzeichen, braucht man natürlich, das wird dann die das kann, wir haben zwei dieselbe gekriegt, oder? Das muss dann erstmal die 5 werden. Ich glaube aber dann den hier, ne? Ich habe gesagt 5, schreibe ich natürlich die 6 hin. Ist ja auch ein bisschen Quatsch, oder? Es müsste die 6 werden, weil das eine doppelte ist, ne? Wir nehmen mal die 6 vorsichtshalber. So, dann kostet der ganze Spaß 352.000. Was machen wir? Das Geld verdienen wir uns jetzt mit der Silage. Natürlich gleich noch in Gewicht. Wir brauchen, naja, braucht schon ordentliches hier 1000, also das 1500, oder reicht das? Ja, wird erstmal reichen. Hier in New Holland. Und da steht er, ne? Hupe geht, also muss er ganz sein. So, gucken wir mal, dass wir die Ballen an den Mann bringen.
Ups. Weil mit ihnen hier können wir in der Ausführung natürlich auch alle Arbeiten machen, die wir so machen müssen. Sei es Gruppern, das wird er ja auch hinkriegen. Sei es Ansehen. Da brauchen wir nicht zu gucken, dass wir von der Leistung her nicht hinkommen. Ja, wir müssen dann nur gucken, was wir entsprechend ansehen wollen dann. Auf unseren Feldern, weil die müssen ja alle noch bestellt werden. So, dann holen wir uns mal einen Ballenwagen. So, Agrochemie braucht dann auch Diesel, den müssen wir natürlich entsprechend zukaufen. So, können wir einfach vorbeifahren und aufladen, weil es ist ja alles Silage. Wir haben komplette Anhängerladung voll hergestellt. Da müssen wir nach gar nichts gucken. Und wir müssen natürlich in die BGA, ne? So ziemlich aufs andere Seite der Karte, ne? Ah, da wird er gleich richtig eingefahren hier, ne? So, oben gibt es schon der Geld, entweder für Milch oder für, na, sag schon, für Gülle. Tausend plus Umweltbonus.
Ja, in der Steigung hat er aber trotzdem noch ganz schön zu kämpfen, oder? Ja gut, 40 km/h geht auch noch. So, 33.000, das ist natürlich, glaube ich, das müsste Gülle sein, ne? Genau, dort fährt er gerade los. Müssen wir uns beeilen, müssen wir noch holen, ne? Plus nochmal 2000, also 77.000 für eine Anhängerladung voll. Also mit der Silage werden wir unseren Trecker hier bezahlen, ne? Das sieht doch richtig gut aus. Da vorne ist er, den kriegt man. Wind ist von vorne frei, nee, von vorne kommt was. Weil wenn wir natürlich mehr Land haben, dann sollten wir vielleicht noch mal drüber nachdenken, was wir wo anpflanzen. Oder gucken, was wir gebrauchen könnten in Produktion. Weil da wäre nämlich auch wieder die Überlegung gar nicht so verkehrt, eventuell irgendwo Erdfrüchte zu machen, also Zuckerrüben oder Kartoffeln, die wir ja auch entsprechend ja richtig weiterverarbeiten können. Zuckerrüben natürlich zu Zucker verarbeiten, den wir auch in der Molkerei noch brauchen könnten. Oder beides. Weil der Ernter wird beides ernten können. Wir bräuchten bloß ein anderes Schneidwerk. Ne? So, einmal noch aufladen bitte. Oh, jetzt habe ich einen Stapel angefahren. Gut, aber ich würde sagen, wir machen dann morgen hier weiter. Mit den restlichen Ballen, die wir erst nochmal zusammensammeln müssen. Sagen wir ihn hier, er soll mal zur BGA fahren. Ja, Anlieferung 01, dort kann ich hinfahren.
Gut, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wer möchte, morgen 16 Uhr macht mehr weiter. Bis dahin und tschüss.